In diesem Video erkläre ich Ihnen die Grundlagen der Bruchrechnung. Erst einmal anhand von allgemeinen Formeln. Dann werden wir das kurz mit Zahlen überlegen, wie das aussieht. Und ich werde Ihnen noch die einschlägigen Begriffe nennen, die man so kennen muss, damit Sie, wenn man die Aufgabe 4 dann rechnen, die ja doch wieder etwas komplizierter erscheint, damit wir das Ganze auf diese einfachen Dinge zurück reduzieren können. Also erst einmal für die Begrifflichkeit, man spricht von einem Bruch, wenn wir etwas im Zähler und im Nenner haben. Und eigentlich nur dann von einem echten Bruch, wenn man das auch nicht wegkürzen kann. Das heißt, egal was ich mache, das bleibt so stehen. Man kann auch einen Dezimalbruch bilden, wenn man eine Kommazahl irgendwie hat. Und zwar nicht 3,0, das ist kein Bruch, sondern 3,5 zum Beispiel, das wäre ein Bruch. Ein Dezimalbruch. So, hier bei diesem Bruch haben wir hier oben den Zähler. Und unten haben wir üblicherweise den Nenner. Den Vorgang, den man in diese Richtung macht. Das heißt also, wenn ich zu mal zwei Zahlen im Bruch jeweils im Zähler und im Nenner eine Zahl dazu multipliziere, dann nennt man das Erweitern. Nehme ich aus einer Verknüpfung multiplikativ einmal gleiche Zahlen oder gleiche Terme heraus, das heißt, viele machen das so, dass sie das dann wegstreichen. Dann nennt man diesen Vorgang, mach's mal ruhig in der passenden Farbe, einfach kürzen. Das ist schon mal ganz wichtig, denn ohne Erweitern und Kürzen kann man nicht rechnen. Wenn man addiert, muss man, bevor man die beiden Brüche addiert, die sogenannt gleichnamig machen. Das hier ist der gleiche Nenner für beide. Das heißt also, wir müssen beide auf den gleichen Nenner bringen. Man nennt das gleichnamig machen. Also auf den gleichen Nenner bringen. Wie kann man das machen? Man kann das machen, indem man erweitert. Das heißt, indem man A B mit C erweitert und D C mit B erweitert. Dann haben wir hier nämlich unseren Bruch DC und hier mit B erweitert. Wie sieht das aus für Zahlen? Also ein Beispiel. Nehmen wir 3 Siebtel und wollen dazu 2 Fünftel addieren. Dann ist unten der Nenner nicht gleich. Gleich wäre, wenn wir den ersten Bruch, die 3 Siebtel, mit 5 multiplizieren im Zähler und im Nenner. Und den zweiten Bruch, die 2 Fünftel, analog dazu mit 7 multiplizieren. Dann haben wir unten im Nenner das gleiche stehen. Das heißt, wir haben hier dann als gleichen Nenner 7 mal 5 und oben als Zähler 3 mal 5 plus 2 mal 7. Ergebnis soll uns jetzt mal egal sein. Viel, viel leichter haben wir es, wenn wir Brüche multiplizieren wollen. Dann können wir nämlich einfach Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner rechnen. Also in unserem Fall hier 3 Siebtel mal 2 Fünftel bräuchten wir nur einen großen Bruchstrich schreiben, 3 mal 2 rechnen oben und unten 7 mal 5. Das kann jeder bei Bedarf ausrechnen. Aus einer Division, wie man hier sieht, kann man eine Multiplikation machen, wenn man für diesen Bruch, für den hinteren, den sogenannten Kehrbruch benutzt oder Kehrwert. Also, sagt man das so, aus einer Division kann man eine Multiplikation mit dem Kehrwert machen. Also nehmen wir wieder unsere 3 Siebtel. Und unsere 2 Fünftel. Und wenn wir dann das Problem ändern, nämlich eine Multiplikation mit dem Kehrwert draus machen, dann sieht das fast wieder aus wie auch da drüben. Das heißt, wir haben jetzt 3 mal 5 durch 7 mal 2. Durchaus ein anderer Wert als bei der Multiplikation.
So, wenn man das alles schon begriffen hat, dann hat man eigentlich das wichtigste Rüstzeug. Man weiß genau, wie es geht. Also was mit Zahlen geht, geht auch mit Buchstaben. Das ist immer das Gleiche. Wenn Sie mal mit Buchstaben nicht wissen, wie Sie es machen sollen, überlegen Sie, wie man es mit Zahlen macht. Das heißt also, wenn ich einen Ausdruck der Form habe, zum Beispiel 3x plus 6 durch 2x plus 4. Und an der Tafel steht da hinten sowas Krudes, wie das wäre 3 halbe. Unter der Bedingung, dass x ungleich minus 2 ist. Dann fragt man sich, warum? Ganz einfach. Was hat der Dozent gemacht? Der hat erst ausgeklammert. Das heißt, aus diesem Term eine 3 herausgenommen. Nicht x plus 6, denn 3 mal 2 ist ja 6. Und dann hat er aus dem unteren eine 2 ausgeklammert und da steht dann auch x plus 2. Und das wiederum kann man jetzt kürzen. Wir haben nämlich zwischen diesen Zeichen ein Malzeichen. Das heißt also, wir können hier diese Regel hier oben nehmen. Und jetzt das x plus 2 aus dieser Gleichung entfernen, vorausgesetzt natürlich x ist ungleich 2. Ungleich minus 2, denn sonst hätten wir was Undefiniertes in unserer Gleichung stehen. So, wir haben in der Aufgabe 4 ganz viele Aufgaben, mit denen wir das mal ausprobieren können. Dann im nächsten Video mehr.